ist das vielversprochene 360-Grad-Video. Ihr könnt jetzt einfach mit dem Mauszeiger einmal im 360-Grad-Schwenk alles begutachten, was ich jetzt hier eben so mache. Ich schraube den Audi, ihr seht, ich habe zwischenzeitlich den Kühler ausgebaut, der war leckgeschlagen. Der alte Kühler liegt hinten, die Stoßstange abgebaut, neuer Kühler hier unten auch zu sehen. Was gibt es dazu zu sagen? Nicht weiter viel. Es ist ein Versuchsvideo für diesen 360-Grad-Mod. Und für die ein bisschen Technisches über den Kühler wissen wollen. Da will ich jetzt kein so ein krasses How-To-Video drüber machen, was alles ganz Step-by-Step dokumentiert. Das ist ja nicht so schwer, so einen Kühler umzubauen. Gebt Acht, dass ihr den Temperaturfühler nicht zu fest knallt. Ist mir passiert. Dann schön mit Silikon abgedichtet, damit es trotzdem dicht wird. Und ihr könnt den von vorne abbauen. Wenn ihr die Stoßstange abnehmt, dann seht ihr schon alles weitere. Die Schrauben, die ihr dazu abbauen müsst. Hier liegt einfach der Kühler von der Klimaanlage auch und der Servokühler. Hier diese Servoröhrchen da vorne noch, diese Rohre. Und ansonsten ist das alles kein Hexenwerk. Dann kann hier auch der Viskolüfter dran bleiben. Den Zusatzlüfter einfach nach hinten abmachen, dann kommt der Kühler raus, alle Schrauben abmachen, ein bisschen Acht geben, wenn er unten die Anschlüsse für die Automatik macht, dass da nicht zu viel Öl rausläuft, etwas unterlegen, damit da nicht weiter Öl auf dem Boden rumgammelt. Genau. Ja, 360 Grad, seht ihr auch meine Garage hier, schön, alles was ich da so drin habe. Ja. Sieht ein bisschen chaotisch aus, räume ich aber dann auf. Gut, ja. Kleine Demonstration der 360-Grad-Kamera und